Hallo, willkommen zur nächsten Runde mit Sims 2. Und heute spielen wir mit Frau Amorito. Und es geht auch schon los. Die Gute habe ich Hime genannt. Und ganz passend habe ich auch dazu eigentlich gedacht gehabt, eher diesen Schloss-Style. Ja, nicht ganz, aber darum eher die Lampen. Darum das Schlafzimmer in elegant rot. Und eigentlich sollte hier eine andere Badewanne hin. Die konnte sie sich aber für den Anfang noch nicht leisten. Und dann schauen wir mal. Sie ist Wassermann. Bisschen schlampig, bisschen schüchtern, bisschen faul, relativ verspielt und eigentlich doch recht nett. Und begrüße doch Dirk mal. Wunderschön. Dann suchen wir dir gleich einen Job. Warte mal kurz. Hobbys haben wir: Umgebung, Kultur, Unterhaltung, Übernatürliches und Arbeit. Wenn es übernatürlich ist, könnten wir dich doch theoretisch. In die Wissenschaft stecken. Sie ist auf jeden Fall ein Familienmensch und Wirtschaft. Weitersuchen. Verbrecher. Nein. Weitersuchen. Militär. Such morgen hier hingehen. Ich möchte diesen hier. Nein, koch jetzt bitte nicht. Ich möchte Joe begrüßen. Joe E. und. Ach du Gott, nein! Löschen! Ist schon wieder halb rum ums Eck. Nein, wieso habe ich keinen Feuerlöscher? Oh Gott, nein. Und wann hat die was zum Essen reingetan? Wundervoll, das Haus steht noch. Ja, ein Feuermelder kaufen. Gute Entscheidung. Wenn du fertig bist mit Duschen, kannst du ja. Dusch vielleicht erst fertig. Gegen Einbrecher sind wir gewarnt. Gott, wieso? Wieso habe ich den Feuermelder vergessen? Oh Gott. Warum? Warum? Gott. Nur falls ihr euch nebenbei wundern solltet, dass im Hintergrund so ein doch recht lautes Geräusch ist. Ich weiß leider nicht mal, ob man es hört oder nicht. Vor meinem Fenster tobt ein ziemlicher Sturm. Mit ziemlich meine ich wirklich, wirklich ziemlich. Hör bitte auf zu duschen, du musst die jetzt bitte alle begrüßen. Nein, nicht lesen! Joe beginnt zu stinken.
Da hilft auch kein Händewaschen. Ernsthaft. Ernsthaft. Ist das nicht schön? Wisst ihr, was mir zwischenzeitlich aufgefallen ist, auch wenn Kind da jetzt eine Brille hat? Ich habe irgendwie nur sehr wenig Sims eine Brille. Hier hüpfen. Hier, stopp. Begrüße ihn. Sehr wenigen Sims eine Brille gegeben. Und ich habe auch so ein klein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Ich habe ja am Anfang und in der Einführung gesagt, wir machen Sandwiches. Ich habe keine Erweiterung, keine Add-ons. Wobei ich so ein bisschen am Überlegen bin, ob ich gegebenenfalls die ein oder andere Erweiterung mir hole, weil zum Beispiel würden mich Haustiere, ich würde es einfach lieben, so ungefähr. Oh, ihr beide versteht doch hier gar nicht. Und stopp, 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 stopp. Hier hingehen, genau. Sophie, bitte begrüßen. So, jetzt muss ich nur gerade gucken. Da kommen schon einige zusammen. Boah, ich freue mich schon, wenn die Stadt immer voller und voller und voller wird. Und dann auf die Gemeinschaftsgrundstücke. Aber du willst jetzt nicht essen, oder? Du hast die komplett verbrannt. Meine Gute. Irgendwie sieht ihr Gesicht total. Weiß nicht. Es hat irgendwie was sehr, sehr Niedliches, finde ich jetzt so. Kann ich auch allein der Meinung sein und. Ui, da ist vielleicht was los, aber ihr zwei versteht euch auch nicht, oder? Ui, ui. Oh Gott, hör bitte auf zu weinen, bitte. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh nö, tu das bitte weg. Eher abspülen. Oh, ich habe heraus keinen Andrea. Und wir beide wären gute Freunde, glaube ich. Puh. Das ist. Gibt es eine Begrenzung von Anzahl, was da drinnen sein kann? Wenn ich mir vorstelle, das werden irgendwann mal sehr, 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 sehr viele Sims, die du kennst. Und willst du schon wieder essen? Ach, du bist noch nicht satt. Aber. Fackel bitte nicht die Küche ab. Abspülen. Essen, abspülen.
plaudern. Sollte man vielleicht nicht machen. Nein, ihre Gesichtsform ist irgendwie so richtig. Ach, keine Ahnung. Plaudere noch ein bisschen mit denen. Eins ist klar, in die größeren. Oh Gott, hört doch auf! Gott. Mach ihn noch nicht so fertig. Ja. Hört damit auf und hört damit auf und bitte von allen verabschieden. Ui. Irgendwie geht das heute chaotisch zu. Komm, ich will dir noch einen Job aussuchen. Dazu muss ich schlafen. Habe ich sie jetzt schlafen geschickt? Nein, habe ich nicht. Da unten ist Recyceln. Sie hatte erstaunlich. Komm, komm, komm. So, ich würde hier gerne den Job suchen und dann würde ich. Ja, Post ist da. Job suchen. Schauen wir mal, ob wir was finden für dich. Medizin. Wahrscheinlich wird sie auch gute Medizinerin. Machen wir Medizinerin. Job suchen. Yep. Du hast eine Rechnung zu bezahlen. Solltest du vielleicht auch bezahlen? Ja, ich kaufe dir irgendwas, womit du spielen kannst. Ha, ich wusste es. Buch? Nein, nicht Buch lesen. Blödsinn, lernen. Nein, erst duschen. Egal. Wir wollen ja doch bald aufsteigen. Wunderschön. Geh duschen und dann Spiel wieder und Iris begrüßen. Du sollst Iris begrüßen. Iris kann ich nicht mehr begrüßen und duschen? Gut. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, das kann jetzt keine Ahnung, woran es liegt. Sie scheint zu stinken, obwohl sie komplett sich verlieben. Obwohl sie eigentlich komplett sauber ist. Ja, dann kannst du weiter essen. Gut, aber ich beende es jetzt trotzdem für den Moment hier. Und dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Also nicht nächstes Mal, sondern wenn sie halt wieder dran ist, hier weiter. Und ansonsten seht jetzt nur noch, wie das nächste Haus entsteht.
Und vielleicht habe ich bis nächstes Mal auch diesen Fehler behoben. Und vielleicht gibt es irgendwann noch Vorhänge. Also bis sie das nächste Mal dran ist. Habt noch ein bisschen Spaß beim Zugucken vom Haus. Bis dann. Ciao.